Was ist das für ein Gefühl, wenn man in der Stadt umeinander läuft und man weiss, alle Leute kennen einen? Mir hat eigentlich gar nicht so das Gefühl, die Leute kennen einen, sondern mir kommt sich vor wie jeder andere sterbliche Erdbürger. Was meinen Sie zu Ihrem Publikum? Jetzt habe ich natürlich nicht die Wahl, wie unsere Zuschauer sagen, ich ziehe ein deutsches Publikum vor, sondern ich muss schon sagen, also das Schweizer Publikum ist sehr nett. Immer nett gewesen, bis auf einige wenige, die natürlich, ich meine, jeder hat ja seine Geschmacksrichtung und der eine oder andere sagt vielleicht, dass ich halt dunkelhaarige Mädchen nicht gern. Kommen Sie viel Post über von Ihren Zuschauern? Die Schweizer sind eigentlich Leute, die nicht sehr viel schreiben. Wir bekommen, wenn ich jetzt übertreibe, würde ich sagen, jeden Tag einen Brief, aber es gibt vielleicht so, wenn es hoch geht, ist es so viel. Aber es ist also nicht so schlimm. Man macht sich da grosse Illusionen. Würden Sie lieber auf Zürichdeutsch ansagen als auf Hochdeutsch? Das möchte ich jetzt nicht sagen, nein. Weil es gibt doch gewisse Sachen, die viel schwieriger wären zum Ansagen auf Schweizerdeutsch, als es im Übrigen würde ich gar nicht Zürichdeutsch ansagen, sondern Berndeutsch. Soweit es mir heute noch möglich ist, nach meinen langen Jahren in Zürich schon. Aber es ist doch schwieriger auf Schweizerdeutsch, weil gewisse Sachen ergesse ich gar nicht, dass man sie gut Schweizerdeutsch könnte ansagen. Frau Schneider, was ist das für ein Gefühl, wenn man so bekannt ist? Wenn man so bekannt ist, das ist immer schwer übertrieben bekannt. Aber ich meine, wenn man kennt wird, das kommt ganz drauf an. Meistens ist es noch lustig. Je nachdem, wer es ist. Das sind meistens die Halbwüchsigen, die einen kennen. Werden Sie angesprochen auf der Straße? Ja, angesprochen, ja, im Tram eigentlich, in dem Restaurant. Serviertöchter sprechen auch mir und da. Sprechen auch mal. Die reden einen Weg mit einem, sie fragen einen, sind sie es nicht. Und dann so junge Buben vor allem, plötzlich rufen sie irgendwo, Frau Schneider oder so. Oder dann schauen sie, ob es ist. Oder ja, oder dann kommt vor, dass plötzlich im Tram eine Mutter zum Kind sagt, so stand auf und gib dem Fräulein ins Händchen, das kennst du. Das ist noch alles noch nicht. Kommen Sie sonst irgendwie neu in Kontakt mit dem Publikum? Ja, hier und da kriegt man Brief, Autogramm, Wünsche. Oder irgendjemand, der schreibt, was man anlegen soll oder was man nicht anlegen soll. Sind Sie im Allgemeinen zufrieden mit Ihrem Publikum? Ja, ja, so viel man merkt davon schon. Also ich sehe, Sie machen sich also öfters mit mir. Bis jetzt ist noch nie etwas passiert und Sie haben sich nicht besonders gern, aber Sie verstehen sich und die haben sich auf alle Fälle nicht auffressen, gell? Was meinen Sie zu Ihrem Publikum? Ja, es ist ziemlich schwer zu sagen, denn wir haben eigentlich sehr wenig Kontakt mit dem Publikum, nur ein bisschen durch Briefe und Postkarten und so Anfragen, die wir kriegen. Was schreibt man Ihnen damit? Ja, sehen Sie, man ist so eine Nacht der Auskunft, der Nummer 11 vom Fernsehen. Die Leute kommen zu einem und haben Sorgen und fragen einem, was sie machen sollten. Sie kommen mit den ganz unmöglichen Fragen zu einem, wo man nie sich denken würde, dass jemand so etwas fragt. Nicht, denn ich kenne ja die Leute alle nicht und kann es auch nicht immer beantworten. Aber wir schreiben, wir geben uns Mühe, das zu beantworten. So kommen auch ganz persönliche Sachen, Heiratsanträge und so? Nein, nicht viel, nicht viel. Aber auch sie ist auch schon gekommen, ja. Das ist auch schon passiert. Aber dann sind die Leute natürlich entsprechend komisch, denn wer macht schon einen Heiratsantrag jemandem, der noch nicht wirklich auch den Charakter nachkennt, nicht? Ja, ja, natürlich. Wie ist das, welche Sendung oder was für Sendungen würden Sie am liebsten machen? Also weitaus am liebsten Kindersendungen. Drinnen mitmachen, Gocki, drinnen mitmachen oder die Präsentation machen davon, die Jugendsendung und all die Sachen, die mit Kindern zu tun haben. Komm, komm, zeig dich, da ist doch die Kamera. Also nicht vor Kamera.